So, ich bin jetzt wieder da. Ich hatte euch ja ein paar Produkte vorgestellt fürs Gesicht in dem einen Video. Und ich hatte euch zu manchen Produkten gesagt, dass ich euch noch sagen werde, für was ich das brauche. Und zwar geht es darum, es geht um die Gesichtspflege, um die Haut generell. Da hat meine beste Freundin, schöne Grüße von mir, hab dich ganz doll lieb, meine Süße, hat sie mich auf diesen Dermaroller bzw. Needling gebracht. Sie hat das entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht, so sieht der aus. Ich werde das mal ausprobieren. Das ist so ein Roller mit ganz vielen Nadeln dran. 540 Stück sind da dran. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so sehen kann. 540 Nadeln sind da dran. Und das wollte ich euch mal vorstellen, weil ich habe schon einige Videos bei YouTube darüber gesehen. Die meisten, aber ich sag mal 80%, 90% sind alle auf Englisch. Deswegen wollte ich euch was dazu sagen und euch zeigen, wie man das anwendet. Ich habe es bis jetzt nur ein paar Mal angewendet, aber der Knackpunkt an dieser Sache ist, man muss das kontinuierlich machen. So. Erstmal werde ich euch was dazu vorlesen. Ich habe mir einiges was ausgedruckt dazu. Also die werden Mikro-Needling, Dermaroller oder Needling genannt. Und ich lese euch jetzt mal einiges was davor. Was ist Mikro-Needling? Mikro-Needling ist eine relativ neue Hautbehandlungsmethode. Sie hat durch den Begriff Kollagen-Induktionstherapie den Eingang in die medizinische Literatur gefunden. Diese Methode wurde entwickelt, um langanhaltende und schnell sichtbare Wirkung im Kampf gegen Falten, Narben, Dehnungsstreifen, Pigmentflecken oder Zellulite zu erzielen. Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass Mikronadeln auf Funktionsstörungen der Haut eine regulierende Wirkung ausüben. Hyperpigmentierung baut sich ab, eingesunkene Narben füllen sich auf, Hypertrophienarben reduzieren sich. Das sind Fakten, die weltweit mit einer Dreiviertel eingesetzten Dermarolle untermauert werden. So, warum ist Mikroneedling so effektiv? Viele Hautprobleme entstehen aufgrund eines Kollagenmangels in unserer Haut. Je mehr Kollagen unser Organismus produziert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise Falten, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen, Narben und Zellulite entstehen. Mit dem Alter verringert der Körper die Kollagenproduktion. Das Mikroneedling stimuliert Hautzellen zur Reproduktion. Das Eindringen von Mikronadeln registrieren die rund 200 Nervenrezeptoren pro Zentimeter der Haut, Quadratzentimeter der Haut als einen Verletzungsreiz. Dieser Reiz wird an die umgebenden Zellen des Einstichkanals auf elektrischem Weg weitergeleitet. Auch wenn die Mikronadeln nachweislich kein Gewebe zerstören, werden die Hautstammzellen stimuliert, sich zu teilen und somit neue Zellen zu produzieren. Sie werden die Selbstheilungskräfte des Organismus stark angeregt. So werden die Selbstheilungskräfte des Organismus stark angeregt. Die Haut verfällt in einen Selbstschutzmodus und produziert viel zusätzliches wertvolles Kollagen. Die Nadeln regen die Haut an, sich selbst zu heilen. Die ganze Prozedur trägt den Fettzellenabbau, der Straffung und den natürlichen, gesunden Aussehen der Haut bei und hat eine Anti-Aging-Wirkung und Anti-Zellulite-Wirkung. Die Behandlung ist schmerzarm. Ich muss dazu sagen, ihr könnt das auch beim Arzt machen. Es kostet ein Heidengeld, das zu machen. Und es ist dann so, dass ihr dann so eine Betäubungscreme zum Beispiel aufs Gesicht bekommt und so. Ich mache das jetzt ohne Betäubungscreme. Ich gehe jetzt auch nicht deswegen zum Arzt. Ich habe hier auch eine Liste, die werde ich euch vorlesen. Wie viel Millimeter für welchen Bereich könnt ihr das nutzen? Ich werde es am Anschluss des Videos, schreibe ich euch das alles nochmal auf. Ich lese erstmal weiter vor. Gleichzeitig wirken durch
die erzeugten Mikrokanälchen sämtliche Mittel für Hautpflege viel schneller und besser ein, da alle Wirkungsstoffe direkt unter die Hautoberfläche gelangen. Diese Kombination erzielt nachweislich die besten Ergebnisse. Diese Tiefenwirkungen kann durch normales Eincremen nicht erreicht werden. Das ist das Schönheitsgeheimnis vieler Prominenter. Was ist ein Dermoroller? Der Dermoroller ist ein präzises medizinisches Instrument, das auf einem einfachen Roller mit starken, haarfeinen, sterilisierten Mikronadeln basiert, welche die obere Hautschicht durchdringen und direkt in die Poren gelangen. Während der Behandlung werden tausende gleichmäßig verteilte Mikrokanälchen in der Hautoberfläche geöffnet. Die Durchblutung und der Stoffwechsel zwischen den Zellen werden dadurch stark stimuliert. Die Haut wird entgiftet, entschlackt und wirkt elastischer, straffer und jünger. Ich muss sagen, es stimmt. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Und es ist wirklich so, in meinem Gesicht, in diesem Bereich, es hat straffer gewirkt, war also mehr aufgepolstert. Für diese paar Male hat man schon eine Veränderung gesehen. So. Was ist beim Kauf eines Dermorollers zu beachten? Erstens, wichtig ist, dass die Nadeln des Dermorollers aus Titan hergestellt sind. Titan ist sehr gut verträglich und hautfreundlich, so ist eine allergische Reaktion nach der Mikroneedling-Behandlung fast ausgeschlossen. Zweitens, der Dermoroller bzw. die Nadelwalze soll unbedingt steril verpackt sein. Drittens, der Dermoroller soll über einen Behälter verfügen, das ermöglicht eine möglichst sterile Aufbewahrung des Geräts. Viertens, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nadellänge ausgewählt haben. Jeder einzelne Fall ist sehr spezifisch, deswegen ist es ratsam, sich vor dem Kauf von einem fachkundigen Hautarzt beraten zu lassen. Idealerweise führt der Hautarzt eine Probebehandlung durch. Außerdem kann der Arzt einen Rat geben, welche Mittel Sie nach der Mikroneedling-Behandlung anwenden können, um das gewünschte Ergebnis noch schneller zu erzielen. Ab der Nadellänge 2,00 Millimeter. Oh Mann, jetzt habe ich ein Loch im Kopf. Ist so eine Beratung unbedingt erforderlich. So, dann gibt es noch den Dermostamm, aber den habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur den Roller. Einen Moment. Also. Ruft dadurch geringe Rötungen hervor. Wenn ihr das macht auf euer Gesicht mit den Nadeln, ist es so, durch die Durchblutung und durch diese ganz vielen kleinen Einstiche werdet ihr rot im Gesicht. Der eine wird etwas röter, der andere etwas weniger rot. Das ist wie so ein leichter Sonnenbrand. Bei den einen halt das 24 Stunden später, also macht ihr das abends für 12 bis 24 Stunden später schon ab und ihr habt eure normale Gesichtsfarbe wieder. Bei den anderen dauert es etwas länger, also macht euch darüber keine Sorgen. Tage nach der Behandlung können leichte Rötungen sichtbar sein. Desinfizieren Sie die zu behandelnde Hautpartie und die Nadelwalze. Rollen Sie den Dermarolle in jede Richtung, horizontal, vertikal und diagonal, hin und her. Achten Sie darauf, dass Sie immer den gleichen Druck und die gleiche Geschwindigkeit beibehalten. Wichtig! Wenn Sie die Behandlung mit keinem speziellen kosmetischen Mittel für die Hautpflege kombinieren, verwenden Sie nach jeder Benutzung des Dermarollers eine Feuchtigkeitscreme. Nach der Behandlung vom Dermaroller unter heißem Wasser abspülen und abtrocknen, im Behälter aufbewahren. Nächster Punkt. Nicht behandelt werden können Personen, die in den letzten 3 Monaten mit Isotretinoin, Retinol behandelt wurden. Offene Wunden, Schnitte oder Abschürfungen haben aktuell an Herpes simplex, Fieberbläschen oder einer anderen chronischen Hautinfektion im Behandlungsareal leiden. In dem Behandlungsareal gefühlslos sind, in Klammern Nervenschädigung, in ihrer Vorgeschichte Wundheilungsstörung gezeigt haben. Schwangere Frauen, die dürfen das nicht nutzen. Was ist das Besondere an Mikroneedling-Produkten? So, das handelt jetzt um dieses Modell. Ich zeige euch das mal. Also, ihr könnt euch bei Amazon.de welche kaufen. Die sind echt günstig. Es
Kommt auf die Nadellänge an. Manche kosten 4 Euro ein paar Zerquetsche, manche kosten 8 Euro ein paar Zerquetschte. Das sind dann hier diese schwarzen, ne, mit lila, mit so einer lila Rolle, und dann sind da halt die Nadeln dran. Ne? Ich würde euch gerne die Nadeln zeigen, aber das ist halt schwer zu sehen. Und dann, also es kommen welche aus Deutschland, aber ich denke, die kaufen sich das aus China ein, und dann habt ihr das schneller da. Oder ich habe auch eins aus China bestellt. Hier könnt ihr sehen, die sieht genauso aus wie die andere davor. Da habe ich, also war eigentlich Lieferzeit mit, oh shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, das ist die 1. Und das ist die 1,5. Haben sie eigentlich gesagt, dass das bis zu 3 Wochen dauert. Da habe ich auch so um die 4 Euro bezahlt, kostenloser Versand. War aber schon nach 2 Wochen da. Und dann gibt es einfach noch von einer deutschen Firma. Ich zeige euch die mal. Übrigens sieht das so aus in der Box. So wird die geliefert. In einer Box, und da drum ist halt eine Folie, die ist dann eingeschweißt und eingepackt, damit ihr dann halt seht, das ist wirklich steril, keiner hat das benutzt. So, jetzt gibt es halt eine deutsche Firma, die waren jetzt halt günstiger, jetzt gibt es halt eine deutsche Firma, DRS, Dermaroller-System, so heißen die. Ich weiß jetzt nicht, ob man das lesen kann. Oh, mit dem Licht ist ein bisschen bescheuert, ne? So, jetzt. So, die war jetzt etwas teurer. Ich glaube, dafür habe ich 15 Euro bezahlt. Das Besondere daran ist, dass es erstmal, wie ihr seht, die ist viel breiter. Ne? Die ist viel breiter. Die ist dann halt für großflächige Sachen, wie zum Beispiel Rücken, Oberschenkel, sowas alles. Ne? Aber das Besondere daran ist, ihr könnt den Kopf tauschen. Ja, ihr drückt hier unten. Und dann könnt ihr den hier so rausziehen, und dann könnt ihr euch einfach immer einen passenden Kopf für die jeweilige Sache kaufen. Und das ist jetzt hier eine, ich glaube eine 1,5 Milli. Ne, die ist 1 Milli lang, die Nadeln. Und hier habe ich einen Ersatzkopf mit, ich glaube, lasst mich mal gucken, mit 0,25 Milli, und die kann ich dann einfach so anstecken. Achso, und hier könnt ihr sehen, so steril ist die dann eingepackt. Das ist halt das Besondere, die kommt dann halt auch aus Deutschland. Für diese zwei Sachen habe ich, glaube ich, 26 Euro bezahlt. Und ja, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Also es ist eigentlich wurscht bei den Schwarzen hier, ob ihr die jetzt so oder so kauft, das ist eh das eine und das gleiche Produkt. Ne? Also könnt ihr gucken, wenn ihr Geduld habt, dann bestellt sie aus China. Wenn ihr nicht so viel Geduld habt, bestellt sie dann sofort aus Deutschland, aber dann sind sie halt ein paar Euros teurer. So, aber von der Qualität her macht das keinen Unterschied. So. Bei diesen hier jetzt, die in Deutschland produziert sind, lese ich euch jetzt was vor. Unsere Dermaroller, also ich sage hier, bei den schwarzen, die haben 540 Nadeln. Die blauen Dermaroller, die haben 600 Nadeln, also die kleine hat 600 Nadeln und der breite, der hat 1200 Nadeln. So, unsere Dermaroller mit 600 und 1200 Nadeln haben mehr Nadeln als klassische Dermaroller. Mit 540 und 1080 Nadeln, das ist der Normalfall. Bei denen jetzt, mit dem blauen, ist halt das Besondere, dass die mehr Nadeln haben. Ausgezeichnete Qualität. Die Dermaroller mit 600 und 1200 Nadeln haben eine wechselbare Rolle. Alle Produkte haben einen praktischen Behälter. Die wechselbare Rolle bringt viele Vorteile. Sie müssen nach mehreren Behandlungen, in Klammern, wenn die Nadeln stumpf werden, nicht wieder einen neuen Dermaroller kaufen, sondern nur einen passenden Aufsatz. Wenn Sie sowie den Dermaroller mit 600 als auch mit 1200 anwenden möchten oder gleich mehrere Nadellängen brauchen, dann können Sie nur einen ganzen Dermaroller und beliebig viele unterschiedliche Aufsätze dazu bestellen. So, das ist das.
Und jetzt, wie gesagt, das werde ich im Anschluss zum Video euch dann noch hinschreiben. Jetzt kommen die verschiedenen Nadellängen. Also passt auf. 0,20 bis 0,25 Milli ist geeignet für die tägliche Hautpflege, Erhaltung, Erfrischung der Haut, Zellgeneration, Haarausfall, Hautstraffung und leichte Falten. Die nächste Nadellänge wäre 0,30 bis 0,50 Milli. Sorry, das war mein Hund. Die ist für Zellgeneration, Hautstraffung und leichte Falten, Pigmentstörung, Sonnenschäden, Aknenarben und Zellulite. Die nächste Größe wäre 0,75 Milli bis 1 Milli. So, das ist, steht für Zellgeneration, Hautstraffung, stärkere Falten, Pigmentstörung und Sonnenschäden, Aknenarben, Augenpartien, Tränensäcke und Zellulite. Also ihr seht, es gibt ganz viele Bereiche, mit denen ihr das bearbeiten könnt. Nächste Größe ist 1,5 Milli bis 2 Milli. Die ist geeignet für Hautstraffung, stärkere Falten, Augenpartien und Tränensäcke, Zellulite, Narben am ganzen Körper, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen und Verbrennungen. Jetzt kommt die höchste Milligröße. Ich glaube schon ab 2 Milli sollte man da vorsichtig sein und ich lese euch das aber gleich nochmal vor. Jetzt kommt 2,5 Milli bis 3 Milli. Die steht für Hautstraffung, stärkere Falten, Zellulite, Narben am ganzen Körper, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen, Verbrennungen und extreme Vernarbung. Damit könnt ihr die Sachen beseitigen. Aber denkt daran, ihr müsst das kontinuierlich machen, weil sonst wirkt das nicht. Das ist bei alles so, ob ihr Cremes nehmt oder ob ihr Waschgel nehmt. Das ist immer so, immer kontinuierlich das benutzen, um überhaupt ein Ergebnis zu sehen und Geduld haben. Ne? So, wie ist ein Dermoroller richtig anzuwenden? Beachten Sie folgende Anwendungshinweise. Ein Gerät darf aus hygienischen Gründen nur von einer Person verwendet werden. Eine durchschnittliche Dicke der Gesichtshaut beträgt 1,5 Milli. Aus anatomischer Sicht sind Geräte mit längeren Nadeln von mehr als 1,5 Milli für Gesichtshaut nicht erforderlich. Benutzen Sie den Dermoroller in den ersten 2 Wochen nur jeden zweiten oder dritten Tag. Danach kann das Gerät auch öfter benutzt werden. Vor und einzige Zeit nach der Behandlung muss intensive Sonnenbestrahlung vermieden werden. Während der Behandlung kommt es zu einer unbedeutenden Blutung aus den gesetzten Defekten. Diese kleinen Perforationen sind innerhalb von einigen Minuten verschwunden. Abhängig von der Behandlungstiefe und Intensität kann für einige Sekunden, für einige Sekunden hat er jetzt nicht ausgedruckt und Tage nach der Behandlung eine leichte Rötung der Haut sichtbar sein. So, also ich mache das so. Ich werde es euch auch gleich zeigen. Ich werde jetzt gleich das Video unterbrechen. Dann werde ich mein Gesicht reinigen gehen. Vielleicht drehe ich euch mal einmal ein Video über meine Gesichtsroutine. Ich werde mein Gesicht richtig reinigen gehen. Und dann werde ich gleich wieder für euch da sein. Und dann werde ich euch zeigen, wie man diesen Dermaroller anwendet. Ich sage gleich dazu, ich bin kein Arzt. Ja, ich mache das so, dass ich mich dabei gut fühle. Ich habe keine Betäubungscreme, also mache ich das vorsichtig. Ich mache es sorgfältig. Irgendwann merkt ihr, das ist wie bei einer Tätowierung. Stechen die Nadeln immer wieder rein, betäubt sich eure Haut von alleine.
Es ist wichtig, dass ihr den gleichen Druck ausübt. Ihr müsst nicht brutal und aggressiv zu euch sein. Also besonders hier im Nasenbereich bin ich sehr empfindlich. Das tut mir ein bisschen weh. Und wenn ich darüber gehe, dann kommt es manchmal vor, dass so wirklich so kleine Blutpünktchen kommen. Aber wenn ihr die wegwischt, dann ist das weg. So, ich werde es euch gleich zeigen. Und dann werde ich euch sagen, was für eine Pflege ich dafür benutze. Ich muss euch sagen, ich habe mich noch mal im Internet informiert. Macht ihr dieses Needling oder den Dermaroller, wendet ihr das an auf der Haut und ihr seid fertig damit. Zieht die Haut 15 Minuten nach der Behandlung die Wirkstoffe der Produkte, die ihr benutzt, richtig in die Haut ein. 15 Minuten lang. Dann hört das auf. Ich will euch sagen, das ist wie ein leichter Sonnenbrand. Das heißt, extrem viel Pflege braucht ihr, ja. Wenn ihr nicht so viel Pflege macht, kann es sein, es pellt sich ab ein bisschen die Haut, weil es regeneriert sich, macht eine Zellgeneration. Es pellt sich, wird trocken. Benutzt am besten Produkte, Naturprodukte, wo jetzt nichts drin ist, was vielleicht auf die Haut brennen könnte. Und dann noch ein Tipp, es gibt diese Hyaluronmasken, die sind aber ziemlich teuer. Oder ihr, das ist halt sehr feucht und wirkt kühlend. Oder ihr nehmt einfach ein, ich habe hier für die Gesichtsreinigung auch einen Tipp von meiner Freundin. Sie hat mich darauf gebracht, ein Mikrofaser-Gesichtstuch. Ihr könnt das auch feucht machen mit kühlem Wasser, euch hinlegen, euch das aufs Gesicht packen für ein paar Minuten. Erstmal natürlich eincremen und das kühlt dann auch total schön. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das öfters anwendet, dass eure Haut wirklich sich verändert. Nur ich war jetzt krank und man hat nicht immer so die Zeit und dann habe ich das so ein bisschen nachgelassen. Aber ich werde das jetzt für euch kontinuierlich testen. Ich werde jetzt 4 Wochen diesen Test machen und dann mal schauen, wie meine Haut sich verändert hat. Also ich habe schon vor ein paar Malen gesehen, dass sie sich verändert hat. Und ja, also ich bin gleich wieder da. Ich gehe jetzt mein Gesicht waschen, mache meine Haare ein bisschen zur Seite, werde nackig wieder zurückkommen. Dann werdet ihr mich mal nackig sehen im Gesicht, ungeschminkt. Und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Also bis gleich, ich freue mich. Tschüss!